Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin unterwegs. Es gibt wieder einen Vlog, weil ich dieses Wochenende richtig viele nice Sachen vorhab. Und ich bin gerade im Alsterhaus in Hamburg, weil mein bester Freund ein Outfit braucht zu Weihnachten. Also der hat jetzt mal so, weil der ist eigentlich voll der Sparfuchs. Und jetzt dachte er gibt mal so 500 Euro aus und jetzt kaufen wir ihm ein nices Outfit und ich darf ihn beraten. Richtige Jackpot-Goals, Leute. Ja, waren wir jetzt gerade, also haben wir so beim Polo geguckt, weil manche Marken kann man sich ja gefühlt nicht mal einen Schlüsselanhänger leisten. Ja, also da kommt man mit 500 Euro dann doch nicht so weit. Aber ich halte euch auf dem Laufenden und ja. Also Zwischenstand, wir haben jetzt einen Pulli von Polo gefunden, der ist so nice, weil das ist so ein Rollkragen. Ich liebe ja Rollkragenpullis bei Jungs, wollte ich gerade sagen, genau. Bei, auch schön, bei Männern kann ich auch nicht sagen. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und er will jetzt so bestimmte Schuhe dazu haben und die hole ich jetzt einmal. Ich finde auch die Hose sehr gut, also Leute, ich kriege fast einen Crush auf. Ich muss jetzt erstmal diese Schuhe wiederfinden, die er gut fand. Oder irgendjemand finden, der mich bedient. I don't know. Mal gucken. So Leute, der Pulli ist schon mal gekauft. Wir sind fündig geworden und Anton hat jetzt auch eine Hose bei H&M gekauft. Wir laufen jetzt zum Atelier F, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt was essen und dann sind wir heute Abend bei Pier zum Essen. Perfekt. Lecker. So, wir haben jetzt auch finally noch Schuhe gefunden. Also das Outfit ist komplett, er hat auch schon seinen Mantel an. Ja, und wir haben auch eine Kette bei Christ gerade gekauft. Also es läuft. So, Outfit Reveal. Wir haben einmal so Chelsea Boots. Bitte einmal präsentieren. Exakt. Dann so eine Stoffhose. Und ein Pullover. Und ein Mantel. Und die Kette, die wir gerade bei Chris gekauft haben. Wir sind jetzt durch mit dem Shoppen und sind jetzt... Oh Mann, auf dem Video sieht's, kommt das gar nicht so. und wir essen jetzt Spaghetti Bolognese bei Pia zu Hause mit ihrer Mama. Jo. Gönnung, ihr wisst gar nicht, wie lecker das ist wirklich. Good morning in the morning. Es ist so kalt, Leute. Das ist abartig, also wirklich. Es ist irgendwie minus 2 Grad. Die Autos sind gefroren. Ich friere mir hier einen ab, Leute. Oh Gott, ich fahre jetzt auf jeden Fall zu den Eltern von meiner Freundin zum Frühstücken. Darauf freue ich mich sehr. Und heute Mittag gehe ich ins Kino und gucke den neuen Film mit Caroline Herfurth. Und Caroline Herfurth ist einfach auch da. Also heute ist ein richtig cooler Tag tatsächlich. Und ich mache heute auch nichts für meine Bachelorarbeit, sondern einfach mal nur entspannen und coole Sachen machen und essen und chillen. Und ja. Also ich bin jetzt durch bei den Eltern von meiner Freundin. Ich habe jetzt gerade auch was für meine Bachelorarbeit gemacht und jetzt gehe ich Pia. Jetzt gehen Pia und ich mit noch Pias bestem Freund ins Kino, was ich schon erzählt hatte. Und dann schnacken wir eine Runde mit der guten Caroline. Ich sehe, als ob wir danach noch nicht was trinken gehen würden. Wer weiß? Casual Saturday. Casual. Also Leute, da ist sie und macht Fotos. Und hier ist die Schlange. Aber man darf das eigentlich nicht filmen. Und wir haben auch schon ein bisschen Ärger gekriegt. Deshalb lassen wir das mal. Good morning. Es ist jetzt Sonntag und ich wollte eigentlich heute auch noch vloggen, weil ich ja heute eigentlich mit meinem Vater und seiner Freundin essen gewesen wäre. Aber die ist leider krank und deshalb verschieben wir das. Und deshalb mache ich heute eigentlich nur Uni und ich muss ein paar Sachen vorbereiten und so. Also nur so Orga-Kram, der eh mega uninteressant ist. Kurz zum Film gestern. Ich kann den mega, mega gut empfehlen. Das war dieser Einfach mal was Schönes von Caroline Herfurth. Die ist übrigens sausympathisch auch in echt. Aber ich fand den Film sehr gut und der war auch nicht einfach nur lustig oder so, sondern der hat schon auch, oh Gott, ich sehe aus, auch Tiefgang und ja, kann ich sehr, sehr doll empfehlen auf jeden Fall. Jetzt habe ich eben gerade noch mit Sophie gefacetimed und ja, werde jetzt gleich mal diesen Vlog schneiden und dann werde ich Bachelorarbeit machen und ja, das war's mit diesem Vlog. Wir sehen uns nächste Woche Montag um 18 Uhr. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Tschüssi.